Sandy, schön, dass du die Zeit genommen hast, kurz vor Weihnachten. Wir sitzen da in einer alten Wirkungsstätte. Welche Erinnerungen hast du noch an die Zeit? Stell dir vor, du würdest da jetzt einen Sandy, einen jungen Sandy treffen, der 2012 da noch in der Jugend gespielt hat. Was würdest du dem heute sagen? Ja, also, es ist schon schön. Es kommen schon viele Erinnerungen wieder in den Kopf. Auch von ganz klein, von der U10 bis dann auch U14 kann ich mich noch erinnern. Vor allem auch da am Trainingsplatz hinten, haben wir oft Spiele gehabt. Was würde ich mal sagen? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Hab Spaß, genieße es. Und ist echt schön, ja. Kommst du noch oft nach Osttirol? Ja, schwierig. Schwierig, eher selten. Also es ist wirklich, wird immer schwieriger mit der Zeit, weil man hat wirklich nur im Sommer kurz frei und im Winter. Und da geht man dann entweder im Sommer ans Meer, um sich wirklich zu erholen, und dann wieder schon, muss man schon wieder anfangen zu trainieren. Und im Winter genauso, hat man vielleicht 10 Tage. Da sieht man vielleicht kurz die Familie, aber dann ist schon wieder 10 Tage frei, heißt ja nicht, dass man wirklich frei hat, sondern man hat vielleicht 2 Tage frei und 8 Tage trainiert man schon wieder, damit man wieder fit ist für den Trainingsstart. Springen wir mal kurz jetzt in die Gegenwart. Aktuell läuft es für dich und Lugano super. Ihr seid Dritter in der Schweizer Super League, auf Europa League Kurs. Und du warst zuletzt auch ziemlich torgefährlich und auch super in Form. Würdest du sagen, dass du momentan in deiner besten Form bisher bist? Ja, würde ich schon sagen. Natürlich, desto älter man wird, sollte man natürlich schauen, dass man auch besser wird. Man hat mehr Erfahrung. Aber ich denke, dass ich jetzt wirklich in einer guten Form bin und bin auch froh, dass ich jetzt die Tore geschossen habe und dass ich versuche, immer meiner Mannschaft zu helfen, sei das jetzt durch ein gutes Spiel oder eben durch Tore und Assists. Immer das Wichtigste, der Mannschaft zu helfen. Wie schätzt du eure Chancen der Saison ein? Zwecks Ziele? Genau, die Chancen, ja, also es ist natürlich alles offen im Fußball. Wir sind jetzt, alles ist sehr nah beieinander. Im Fußball geht es relativ schnell. Du gewinnst 3-4 Spiele in Folge, die anderen verlieren und schon bist ganz vorne. Natürlich auch in die andere Richtung, aber wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich von Woche zu Woche unsere Leistung am Platz bringen und an unsere Grenzen gehen und maximal abliefern. Wie gut ist eigentlich dein Italienisch inzwischen? Mittlerweile sehr gut. Schon? Ja, kann ich schon alles sprechen, mich unterhalten. Natürlich, so gewisse Sachen sind auch schon noch schwer, die, was man halt so vielleicht, so ein bisschen kompliziertere Sachen, aber in der Kabine, am Feld und so in der Stadt, das geht alles super. Susch, wie kommt da die Mentalität vor, der Italiener? Wie taugt dir das? Also, wie verbringst du deine Zeit im Tessin? Also die Mentalität ist, so wie du sagst, obwohl Schweiz ist, wirklich italienisch. Also Pasta ist Nummer 1 dort, Pasta, Pizza ist Nummer 1. Bezüglich Zeit, also das täuscht immer ein bisschen. Man hat fast jeden Tag, also einmal mit der Mannschaft Training und das zweite Mal macht man wirklich individuell etwas. Und da so vergeht er die Zeit. Dazwischen musst du regenerieren, Pause machen, kannst jetzt nicht in der Stadt jetzt umspazieren und am Abend bist du dann müde von den 2 Trainingseinheiten. Und du musst schlafen gehen, weil am nächsten Tag warten schon wieder 2. Das heißt, von dem her ist gar nicht so viel Zeit jetzt, so viel Freiraum. Natürlich ab und zu gönne ich mir einen Kaffee in der Stadt und ein bisschen spazieren am Luganersee. Das ist schon schön und macht Spaß. Und ja, das ist eigentlich so das Hauptding. Wenn wir jetzt einmal in die Vergangenheit blicken, in der Fußballerische, der Abgang von Sturm Graz ist ja leider ein bisschen überschattet worden von ein paar Nebengeschehnissen. Wie hast du das damals wahrgenommen? Also was ist da genau passiert? Und glaubst du, dass man das irgendwie anders lösen hätte können? Ich denke schon. Also ich weiß nur, damals war ja das, ich habe mich noch nicht entschieden gehabt, ob ich bei Sturm bleiben will oder ob ich im Sommer gehen will. Und ich habe da einfach für mich persönlich noch Zeit braucht, die ich nicht gekriegt habe, leider. Weil sie mir dann gesagt haben, sie wollen Spieler, die nächstes Jahr noch fix bei Sturm sind. Das habe ich ihnen zu dem Zeitpunkt nicht sagen können, deswegen war das so. Einerseits, okay, verstehe ich, andererseits habe ich es schade gefunden, weil in dem Moment ist es darum gegangen, ob man um Europa League, um den dritten Platz. Und da bin ich überzeugt, dass ich sicher der Mannschaft hätte helfen können, damit wir das Ziel erreichen. Am Schluss haben wir es leider nicht geschafft, haben wir Fünfter geworden. Aber sie haben die ja nicht mehr spielen lassen. Genau, ja, haben ihn nicht mehr spielen lassen.
Aber es war, wie es war. Ich bin dankbar, ich bin froh an die Zeit und das ist halt, also es ist Vergangenheit jetzt. Ich bin ja überhaupt nicht böse oder irgendwas, gar nicht. Aber natürlich wäre es vielleicht sicher schön gewesen, auf ein bisschen andere Ort wegzugehen. Vor allem nach, ich war ja 7 Jahre bei Graz. Wenn man jetzt kurz schaut, ich meine jetzt, ich habe mir das ausgeschrieben, du bist eine wichtige Stütze bei Lugano. Du hast die Saison eine Startelfquote von 94% mit 1,5 Millionen Euro, der zweitwertvollste Spieler im Kader momentan. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, was da schon passiert ist, fühlst du ein bisschen Genugtuung jetzt auch? Ja, genug ein bisschen, weil ich habe schon noch Ziele. Für mich ist das immer irgendwo ein Lebensmotto. Alles, was nicht mehr wächst, das stirbt. Und genauso ist es auch mit meinem Fußball, mit meiner Karriere. Ich glaube, in dem Moment, wo ich aufhöre, mehr zu wollen, also jetzt mehr in Form von natürlich besserer Verein, immer höher zu kommen, in dem Moment, wo man das irgendwo verliert oder wo das stoppt, glaube ich, fängt es an, in die andere Richtung zu gehen. Deswegen ist wichtig, Genugtuung natürlich erfüllt sein, vor allem wenn die Arbeit dann belohnt wird, in Form von guten Spielen, Toren. Aber ich habe immer noch Ziele, wo ich weiter will, weiter aufhöre und das ist die Motivation und deswegen gibt es keine Genugtuung und gibt es auch keine Pause. Okay. Wie wichtig, glaubst du, war der Wechsel zu Lugano für deine Karriere? Weil wenn man jetzt den Marktwert zum Beispiel anschaut, der ist bei Sturm dann zum Schluss stagniert eher und seit du zu Lugano gewechselt bist, steigt er permanent. Extrem wichtig, weil es war keine einfache Zeit in Graz, vor allem als ich so 17, 18 war, habe ich eigentlich relativ wenig gespielt, aber gerade in dem Alter ist es extrem wichtig, sich zu entwickeln, um eben die nächsten Schritte zu machen. Und genauso wie das mit dem Transfermarkt war meine Entwicklung ist ein bisschen stehen geblieben. Und deswegen habe ich damals entschieden, okay, ich brauche jetzt was Neues, ein neues Umfeld, alles von vorne. Und deswegen war der Wechsel extrem wichtig für mich. Was auch nicht einfach war, die ersten 6 Monate waren nicht einfach. Eben, du bist das erste Mal weg. Ich habe noch ein bisschen Pech gehabt, ich bin mit einer Verletzung kommen, wo ich 2 Monate vorher nicht einmal laufen war und dann steigst du auf einmal ein. Da habe ich dann eine Zeit gebraucht, bis ich wieder fit war. Aber dann ist es wirklich schön langsam durch die harte Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach nur durch den Wechsel, dass es jetzt besser wird, sondern durch den Wechsel und dann alles, was du bis dahin gemacht hast, machst du jetzt 3-mal so viel. Und dann ist wirklich, dann ist auch Gott sei Dank, dann später das Nationalteam dazukommen, so wie du jetzt sagst. Startelfquote, das eine Spiel war ich leider angeschlagen, habe ich nicht gespielt. Das waren dann die 6%? Genau, das waren die 6%, da habe ich Pause gemacht, weil ich nichts riskieren wollte. Aber auf die Frage zurück, war extrem wichtig. Okay. Vor allem seit dem Trainerwechsel auf Maurizio Jacobacci hast du viel Einsatzzeit jetzt mit dem neuen Trainer genauso. Worin unterscheiden sich die zwei Trainer jetzt oder was vereint sie, dass sie beide vielleicht dauernd auf dich setzen? Was vereint sie? Also ich habe, glaube einfach wirklich durch jede Woche, durch gute Leistungen, habe ich mir den Platz in der Mannschaft verdient und bin auch immer wichtiger geworden für die Mannschaft. In Form jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, seien das jetzt Assists oder Tore oder eben durch gute Spiele, erarbeitet man sich halt einen Status in der Mannschaft, den die Trainer natürlich auch sehen und egal, ob da jetzt ein neuer Trainer kommt oder nicht, der sieht das natürlich. Natürlich musst du immer beweisen, egal welcher Trainer kommt, du musst immer beweisen und wirklich jede Woche abliefern. Und ja, die sehen einfach meine Qualitäten, die sehen, dass ich der Mannschaft auf der Position, wo ich spiele, am besten helfen kann, von den Spielern, die es haben. Und genauso wie die sich ihrer Qualität bewusst sind, bin ich immer meiner Qualität bewusst. Und deswegen glaube ich, dass das, also ich sage jetzt so, gesund, also gute Arbeit und Qualität, früher oder später, egal jetzt auch bei mir, aber bei jedem kommst du nicht vorbei, egal welcher Trainer.
Weil du gesagt hast, die Positionen, du bist ja im Mittelfeld eigentlich variabel einsetzbar. In Graz hast du oft noch auf der 6 gespielt, jetzt mittlerweile manchmal 10 auch und kommt dir das vielleicht auch zugute? Wo spielst du am liebsten? Lieber 10, 6, also, 8? Ja, am liebsten nennen wir es jetzt 8. Okay. Am liebsten nicht 8, aber wie gesagt, das hängt immer, es ist extrem ein bisschen komplex, hängt davon, wie spielt der Gegner, wollen wir jetzt, dass ich aus der zweiten Reihe zum Schuss komme oder braucht man mich mehr hinten, damit ich den Spielaufbau mache, weil die Pressing machen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, auch gegen wen wir spielen und so, aber wenn du mir jetzt so fragst, würde ich sagen, der 8, der eben hinten ist, aber sich immer wieder vorne mit einschalten kann. Du hast ja als Nationalteam gewechselt vor kürzerer Zeit. Wie groß war der Schritt für dich? Ich meine, du hast in alle ÖFB-Nachwuchsauswahlen gespielt, also du bist da durchmarschiert. Da hat man dann Weggefährten, der Betreuerstab kennt die. Wann hast du da gedacht, du würdest gerne ins Nationalteam wechseln und was war der Grund für deine Entscheidung? Also der Grund... Mehr Spielzeit. Richtig, also mehr Spielzeit, der Anruf ist gekommen. Okay. Die wollten mich direkt haben, der Trainer hat mich angerufen, hat mir seinen, wirklich seinen Plan erklärt, den er mit mir vorhat, dass er auf mich setzen will, dass er jetzt... für die nicht nur jetzt kurzfristig, sondern längerfristig schaut und das hat mir gefallen. Es ist immer schön, wenn der Trainer das sagt und das habe ich auch damals schon gesagt, extrem dankbar für Österreich, für all die Stationen, die ich durchgegangen bin, aber im Fußball oder im Leben ist manchmal so, eine gewisse Tür schließt sich, die andere öffnet sich und manche Chancen musst du einfach nehmen, weil A-Team ist A-Team. Und die Chancen musst du einfach nehmen und ich bin jetzt wirklich froh und stolz, dass ich für Slowenien spiele und jetzt schon, glaube 18 oder 19 A-Länderspiele habe. Und ja, also das war eigentlich der Hauptgrund. Okay. Jetzt, wenn wir noch in die Zukunft schauen, es ist natürlich immer ein spannendes Thema. Du bist ja noch Mitte 20, also hast noch einiges vor dir in der Fußballerkarriere. In einem Interview hast du einmal gesagt, dass es dein großer Traum ist, eines Tages Champions League zu spielen. Richtig. Ich weiß nicht, inwiefern du das realistisch einschätzt, dass das mit Lugano machbar ist. Wie schauen deine Pläne für die Zukunft aus? Gibt es irgendein Ziel, ein Wunschziel, eine Wunschliga? Mit Lugano wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das Ziel ist es, natürlich früher oder später Champions League zu spielen, dass das in einer guten Liga Verein in die Top 5 sein muss, ist klar. Ziel ist es auf jeden Fall, schauen wir jetzt im Jänner das Transferfenster oder im Sommer den nächsten Schritt zu machen. Ist auch nicht so einfach. Das Ding ist nicht einfach, es ist nicht immer einfach wegzugehen, sondern wegzugehen, um wirklich den nächsten Schritt zu machen, um zu spielen, um sich weiterzuentwickeln, um eben dann bis an die Spitze zu kommen. Und absolut immer noch ein Ziel. Und da gibt es das super Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, hast jetzt der Spieler von AC Mailand, der mit 26 hat der noch Kühlschränke geliefert und mit 30 debütiert in der Champions League und macht im ersten Spiel sein Tor. Das heißt, im Fußball ist wirklich in beide Seiten wirklich alles möglich. Also da mache ich mir keinen Stress. Es ist mein Ziel, das werde ich verfolgen, bis ich es nicht erreicht habe. Okay. Das heißt, das ist heuer deine letzte Saison in Lugano. Genau, im Sommer läuft der Vertrag aus, genau. Und Verlängerung ist kein Thema mehr? Also im Moment nicht, aber da ist noch Zeit. Ja. Ist noch relativ viel Zeit, bis kann viel passieren in 6 Monaten. Jetzt gehen wir weg vom Fußball, nur eine letzte Frage, jetzt bist du da. Es ist wahrscheinlich viel kälter als im Tessin. Wie verbringst du jetzt die Feiertage? Wie lange bist du da? Was hast du vor in Osttirol? Es ist sehr viel kälter, ja. 20 Grad Unterschied als bei mir in Lugano. Nichts mit der Familie sein. Ich freue mich auf meinen Neffen, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Die Zeit einfach mit der Familie verbringen und das genießen einfach, ja. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute im neuen Jahr und wir hoffen, wir sehen dich bald in der Champions League. Ja, danke.